Phasen. Deswegen schlimmer. Das dauert noch ein bisschen. Doch, die sind reif. Nein, sind die nicht. Die Weißen sind reif. Die bekommen jetzt schon Gersten raus. Okay. Er wird noch ganz kurz. Wieso ist dort schon wieder ein Feld nicht bearbeitet? Mag ich gar nicht. So, was soll ich tun? Ah ja, das Haus bauen, stimmt. Also jetzt mache ich es weg, fertig. Das ist jetzt nicht gerade gut. Ja. Okay. Da müssen wir noch ein paar Bäken hier sammeln. Und jetzt okay, jetzt bauen wir kurz den Boden. So. Ein bisschen von diesen Birkenbrettern machen. So schön. Chillig. Ja. Ich warte eigentlich noch, bis er wieder kommt. Ja, also ihr könnt entscheiden, ob er weiterhin mit mir mitmachen soll im Let's Play. Wenn ihr es gut findet, natürlich toll. Nein, nein. Und wenn es nicht, und wenn ihr es nicht wollt, dann werde ich Jihad rauswerfen. Nicht mitmachen, nein, nein, nein. Also du willst nie mehr mitmachen, okay, ich werf dich raus. Nein, Mann. Tut mir leid. Chill. Er hat sich leider versprochen. Ich habe ja gesagt, er ist behindert. Kommt auf den Server, dann wird er schlau. Oh mein Gott. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ja, ich kann kommen, gut. Mitmachen. Aber wir müssen halt gucken, wie wir das machen. Also, das ist halt doof, wenn jetzt hier jemand anderes weitermacht, statt dass ich. Wir haben es sowieso protected. Also, ich habe es protected. Es kann momentan hier niemand bauen. Ihr dürft in der Umgebung bauen, aber hier in diesem Bereich hier haben wir das Sagen. Also. Und eben, wenn ihr auf diesen Server kommt, dann könnt ihr auf diese Map noch nicht kommen. Ihr braucht zuerst meinen Teleport und dann macht ihr dort einen Home. Und dann könnt ihr eigentlich immer kommen. Aber bitte seid auf diesem auf dieser Map nur, wenn ihr wirklich aufnimmt. Wäre sehr gut. Also, sonst gibt es ja die Vanilla World und die Pokémon World. Sonst gibt es ein paar Klaps auf dem Popo. Ja, ist das jetzt auch so lustig? Es ist nicht lustig, du hast nur lustig gesagt. Betont. Betont. Kanackisch. Kanackenspacken. Junge, ich zerstöre dich meinen Laptop, Mann! Junge, hör mal zu lachen, Mann! Diese Aggressionen sind nicht geplant. Sorry deswegen. Stimmt's voll, Junge, jetzt. Immer leise. Nein, Mann, das ist echt nicht geplant, aber das fuck mich voll ab, Mama. Mama. Oh mein Gott. Hallo, Mama. Schön, dass du mich zuschaust. Dass du mir zuschaust. Die ist gar nicht hier, Mann. Die ist gar nicht hier. Ach, komm. Das fuck mich jetzt gerade voll ab. Ah, da ist es. So. Kanacken, die Spacken. Okay, das war jetzt leider gegen meine Religion. Haut da rein. Waren Kanacken wirklich mal? Ich glaube, es waren doch, ja. Was? Was war also war früher in eurer Region für ein Land? Kurdistan. Kurdistan, genau. Und Osmanien war auch mal irgendwo dort.
Ich will mal was Armenien war mal dort. Das war noch ein großes Reich dort. Armenien sind auch cool, ne? Das weißt du. Ja, Armenien ist halt jetzt auch ein anderes Land, aber es sind die gleichen Völker. Es sind die gleichen Kurdis. Ja, okay, das wird's beleidigend. Aber weil du mein Freund bist und weil ich jetzt... Okay. Ist es egal. Ich kann dich beleidigen. Ich beleidige auch die Kurden, aber mein es nicht ernst, okay? Ist egal, weil allerdings, ich werde eh berühmt. Ja, aber ich brauche nicht mehr. Du setzt dich für die Kurden ein, dass die ganze Bevölkerung in Kurden umgewandelt werden. Ja, dass sie größere Berge zu überleben. Seid nett, nicht rassistisch. Gell, du Schweinchen? Hey, du verfickter Kurdist. Was willst du? Hä? Hey, was willst du? Ich beleide dich! Ich glaube, ich sag jetzt den Rest nichts mehr. Ja, ja. Eine Schweigeminute für den armen Kurdist. Den kleinen alten Mann, der Jude, der arme Dschihad von Kurdistan, von der fucking Türkei. Nein, Scherz. Komm jetzt, komm bitte. Ich hab's nicht ernst gemeint. Ich geb dir auch einen Popo-Klops. Ja, okay. Schweigeminute. Zwei? Schweigeminute. Okay, zwei? Mal keine Schweigeminuten mehr. Okay, zwei Schweigeminuten. Ich meinte Klaps auf dem Popo, aber jetzt habe ich mir anders überlegt. Also zwei Klaps auf dem Popo. Ja, jetzt habe ich einen Klaps auf den Schwengel getan. Jetzt noch ein Eisenschwert. Und dann noch ein Diamantschwert. Ja. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Oh mein Gott. Bist du ein Feigling, ein absoluter Feigling. Oh je. Naja, was soll's. Okay, let's playen wir halt alleine. Ich könnte ihn eigentlich jetzt bei Skype rauskicken. Aber ich mach's nicht. Ich bin so ein treuer, armer, kleiner Kerl. Der einfach nichts dafür kann, dass ich provoziert wurde. Kaktus. Naja, wir machen das Haus jetzt mal ein bisschen weit. Und, ja. Let's play ihn halt selbst. Alleine. Ja, ja. Lass es jetzt. Ich greife Wegel noch. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach. Nicht Game Mode! Du kleines armes Schweinchen. Du bist so eine Pussy! Eine kleine, dumme Blondine. Ach komm. Schimpf. Nerv! Ja, ja, jetzt ercheatet er sich irgendwas, genau. Womit habe ich das verdient?
Okay, dann werde ich halt einfach Emodam weiter einladen und dich nicht. Tut mir leid, aber ich will in Ruhe Let's Playen, aber du kannst ja nicht. Du bist immer sofort beleidigt. Wie andere, die meinen, man sei rassistisch, wenn man irgendwas sagt. Man meint es ja nicht mal extra. Also, man meint es extra. Man meint es nicht gewollt. Ja, hör jetzt auf. Ja. Egal. Egal. Ich ignoriere ihn jetzt einfach. Ich wollte dich bannen, aber ich durfte dich nicht. Ich müsste dich zuerst vom Admin befreien. Soll ich die Steaks nehmen oder soll ich die da liegen lassen? Was? Die Steaks. Die hast du ja cheated. Weglegen. Okay. Cheat die wieder zurück. Cheat sie in deinen verfuckten kleinen Game und 1 Inventar. Slot. Jetzt bin ich wieder beleidigt. Eimer. Ey, YouTube-Basket! Der Hurensohn ist hier und so. Oh, nein, Spaß. Ja, da ist der Drago Bastas Begrüßung. Aber wir wollen ja nicht so sein. Denn wir sind hier, kann man kennen. Er kriegt eh von meinen Cousins aufs Maul. Also passt alles. Ja. Ja, ist so, Junge. Denkst du, ich rufe meine Cousins nicht? Du kannst tausende, Millionen Cousins auf mich hetzen. Du wirst niemals mich überrennen können. Niemand. Du fühlst dich nur, weil du Ohrläppchen hast. Nein! Ich bin der Spartaner aus 300. Ich schaffe mit einem Mensch, also mich selber, schaffe ich 300 bis 1000 Leute. Also sag nichts. Was war deine krasseste Schlägerei, die du je hattest? Meine krasseste Schlägerei war zwei im Krankenhaus.